Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade auf dem Marsch, Version 2.7. Ich mach mal gleich weiter und wir fahren mal gleich mal die letzten Rüben ab, um Hänger voll kriegen. Und dann stelle ich mal gleich den Fahrer wieder ein. Ja, nochmal vorweg, schönen Dankeschön fürs fleißig reinschauen, fleißig gucken. Und ja, mal wieder schauen. Ein dickes Dankeschön dafür. Ja, ich mach mal hier weiter und stelle mal wieder ein. Ich habe angefangen, die Felle, die Anhänger umzurüsten auf groß. Das ist auch fertig. Gut, das passt. Ja, Milchfahrer wird auch. Unser Hacksel wird auch. Da ist Stroh. Da könnte man noch einen Hänger nehmen, ne? Genau. Nur den Traktor müssen wir nehmen. Die ist voll. Ja, genau, den könnten wir gleich bei Gelegenheit. Hackstützel, ne? Fleißig Hackstützel, ja. Papier, dann Sägewerk und dann Papier. Gerade am Schalt durch. Müsste nur einen anderen Traktor nehmen, ne? Der ist schon langsam. Fahren wir den Fan zurück zum Hof und dann nehmen wir den, fahren wir den Traktor zu den Schweinen und holen den Anhänger. Oder was auch gehen würde, ich kaufe mir einfach einen Anhänger. Was soll's? Nützt ja auch nichts. Wir müssen ja hier noch zwei Anhänger haben. Das flutscht schon nicht bei der Ernte. Und wir werden auch jedes Jahr ein bisschen mehr haben an Erträgen und an Felder und so. Ich brauche E-Fahrzeuge. Anhänger auf jeden Fall, Traktoren nicht unbedingt, da haben wir eigentlich. Ballenpressen später, etwas Ballen sammeln später. Eine Wiese habe ich noch zu sammeln, beziehungsweise immer schwacken. Erstmal fahren wir zum Hof. Und dann 80 Grad plus, 84. Ja. Ich hoffe ja, dass ein 9 LS Prozessor auf 2.3 genommen wird, ne? Dass hier die Leistung sich verteilt halt, ne? Nicht auf einer 100% mit 5 GHz auf Dauer ist doch heftig, ne? Und darum noch die 84 Grad. Aber gut, die Jungs haben geplant für einfach und wir haben hier halt eine Vierfach, ne? Hier die Straße, Kollege. Hat er verschoben. Hat mal gepasst. Ob er das schon gesehen hat? Könnte sein. Heute Abend macht er einen Livestream. Mal sehen. Jetzt ist es bei mir 17:45. Könnte sein, dass ich bin Zuschauer. Weil ich da dann bearbeiten werde. Zumindest die ersten Videos. Alle schaffe ich sowieso nicht. Kettle und Kopf muss ich anfangen. Für morgen gleich. Ne, den für Stroh lasse ich da hinten stehen. Brauche ich sowieso. Ballenwagen. Die Ballen. Das muss ja immer repariert werden, ne? Das ist ja auch nichts. So. Oben rechts. Auch zum Händler noch einen Hänger kaufen, ne? Wird hier auch nichts. So. Ja, da kann ja Butter produziert werden, ne? Und Sahne. So, gebe kurz den Händler rein. Tag Händler, wo bist du? Braun Hänger. Hast einen da? Ja, so viel Auswahl, so viele schöne, bunte, weniger bunte. Krampe.
48.000. Akkuliner 31.000. Das ist der kleine von Krampe. Noch kleiner. Der hat 46. Und der hat 47. Ah, sogar mehr. Dann nehmen wir den, ne? Breite Reifen. Kaufen. Kaufen. Okay. Zurück. Da ist er. Wie 61.000. Ich glaube, wir sind klein gemacht. So, anschließen und dann gleich mal für die Rüben fertig machen. Ne? Eigentlich die Fanfahrzeuge oder die Traktoren eigentlich am besten für geeignet für die Langstrecken, weil die eigentlich recht schnell fahren. Ne? So. Aber der ist mit 65 eingestellt. Das Originaltraktor. Feld 65. Und abladen. Das gut geht. So. Den einen wollte ich ja warten noch. Den können wir so hochfahren. Beziehungsweise nehmen einen Fan dafür, ne? Ne, will ich gar nicht sehen. Der hat 45.000, wieso anders so viel? Ah, das ist der Grüne. Bestimmt war der andere im Weg stand. So ist der. So viele Fahrzeuge, anscheinend ja. Gut. Auf zum Hof. Wir können ja nicht mit anderen Traktor fressen, ne? Ja, 23. Oder? Ja. Und die verkehrte Richtung, ne? Großprobleme kann ich mal löschen. Wie gesagt, die Ballen sammeln bei Gelegenheit. Wenn ich Zeit habe, ne? Das ist schwierig zur Zeit. Die Rüben haben Vorrang. Und die Ballen wären nicht schlecht. Die müssen, die Wiesen müssen eh. Ja, da muss auch noch was gemacht werden, ne? Getreide rein, ne? Gut, wir haben mal zwei Tage Zeit. Der erste Feld ist schon mal, also die 36 ist schon teilweise abgesammelt und die 19, na gut. Muss noch voll gemacht werden. Dann kann da im Prinzip gleich Dings rein. Die ja, Weizen und einmal Gerste. Wie gesagt, der Regen wird nichts ausmachen, das ist dann egal. Der Regen macht dem jetzt nichts aus. Das bei Rübenernte ist ja logisch, die Rüben sind ja eh nass von innen. Werden noch nie trocken werden, von daher ist da Regen schon egal. Nur wenn jetzt mit der anderen Mod gespielt werden würde, dann könnte es sein, dass es da Probleme geben könnte.
zwecks Festfahren und kaum vorwärts kommen und so, ne? Dann, aber wie gesagt, das ist irgendwie blöd, in Anführungszeichen, weil wir auch hier von der Tage her ziemlich schnell dahin reisen. In Anführungszeichen, sonst wäre der Herbst ja locker 90 Tage lang, ne? Also hier haben wir nur Anführungszeichen 6. Das passt dann so nicht zusammen. Vom zeitlichen Ablauf her, ne? So. Gehen wir mal hier kaufen. Ah, da gibt es noch einen kleinen Anhänger, stimmt ja. Ich wundere, wieso der so viel hatte. Der ist schon da. Aber egal, ob nur für Getreide oder für Hopfen oder für Sonnenblumen oder Raps. Anhänger bei uns oder so. So. Gleich in grün umstellen. Zeit. Haben wir noch. Ne, weil ich schon mal eine Folge zu lang gemacht habe, deswegen gucken wir drauf. Zu lang ist blöd. Klar würde auch Hochsilo gehen, aber das wäre ja platsch. Außer die Fabrik wäre voll. Na, anhängen wir schon, ne? Also anhaken, also. So, jetzt haben wir zwei dazu genommen. Jetzt haben wir 8 Abfahrer. Dürfte reichen. Die Milch. Oh. Die war mal 4000 gewesen. Oder kann der Team bleiben? Der neue große. Gucken wir gleich, was los ist hier. Das scheint zu laufen, ne? Ja, der Rechner auch. Oh, draußen alles weiß, aber dann langsam wird dunkel. 1, 2, 3, 4. 4, 4. Donnerstag. Und dann schön Donnerstag. Bei mir ist jetzt 6:30. Oben rechts kann man auch sehen über das Geld. Und die erste Runde haben sie geschafft zu dritt. Jetzt ist die größte. Und das dürfte ich ja gar nicht machen, ne? Obwohl er Fruchtumfahrung eingetragen ist, ne? Naja, macht ja nichts. Eine kahle Stelle. Stimmt, Dürre. So. Und durchhalten. Ja, ja. Wie gesagt, Flügen muss ich eh Traktoren nehmen für die stärker sind. Der Ertrag ist eigentlich schlecht. Wenn er gelb ist, ist schlecht. Aber wie gesagt, ich habe es ja nicht vorher gepflügt, ich habe es vorher nicht gedüngt, ist glaube ich doch schon einigermaßen, aber wie gesagt, durch das gekaufte Feld ist es nicht optimal gelaufen, ne? Den fahren wir gleich mit und dann werden wir den Hänger aufrüsten auf 46.000. Ja, hier geht einiges rein, von daher ist alles gut und später können wir dann den Zucker die Zuckerschnitzel oder die Rübenschnitzel zur BGH fahren. Ne? Habe ich eigentlich die andere BGH genommen, die ein bisschen weiter weg ist. Eigentlich ungünstig, ne? Aber gut. Ist eh so schnell.
Er hat's wissen. Glück gehabt. Glück in dem Sinne, weil wenn früher kommen wäre an, dann wäre das wieder Stau. Auch so eine Kurven, das sind ungünstig, ne? Wenn Gegenverkehr kommt. Ja, das ist ja in Westdeutschland hier die schmalen Straßen, ne? Österreich, da haben die breite Straßen, da glaubst du gar nicht mehr. Teilweise. Aber da muss wohl ein Marsch so sein, dass die Straßen so schmal sind. Muss eine arme Gegend sein. Theoretisch. Muss aber nicht sein. Ich kann mich da auch irren. Dafür schöne Halle, das ist eigentlich der Händler normalerweise, ne? Vom Dach her. Aber macht ja nichts, ne? Gebäude ist Gebäude. Ohne Funktion. So, hier kurz eingreifen. Wir müssen kurz den Hänger größer machen. Und zwar ausmachen und selber fahren, ne? Fahren alle hier vorne rum, heute eingestellt. Reparieren wir gleich. Hat er alleine angehängt, ne, wenn er fährt. Achso, der Hänger. Der Hänger ist ab. So. Wieso fährt der andere so dicht auf? Muss ich mal kurz eingreifen, das ist ja auch nichts. Wahrscheinlich muss ich kurz wieder einstellen und entlassen und einstellen, sobald er fertig ist. Der hat sich wieder entlassen, der Fahrer. Ist das irgendwie normal? So, hier mal kurz gucken. Eigentlich was aktiviert, ne? Warum hat er das nicht? Das ist der 1 von 3. Das ist eigentlich der erste. Jo. Der überholt ja alle schon wieder. Deswegen. Jetzt haben sie beide entlassen, wie es aussieht. Nee, einer ist. Nee, beide weg. So war das nix hier. Aua. Selben Traktor. Oh. Wo willst du hin? Nicht gerade Reifen schonen, du. Was ich nicht verstehe, der erste Fahrer hat das sofort erkannt, wo er hin soll, und der zweite möchte eine große Runde fahren. So, kommt der Fendt angerauscht. Eine Wahnsinnige. Hier sind nur Wahnsinnige unterwegs. Klappt es eigentlich? Nicht so früh loben, nicht so früh loben.
Hat er sich entleert im anderen, ne? Das muss ich irgendwie anders lösen, das ist irgendwie schlecht. Aber über rechts beifahren. Oh Blödsinn. Bei 7% ist das Problem jetzt. Oh, ich sehe gerade was. Die Zeit. Oh, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Immer schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss. Ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, wenn du Rüben hättest. Tschüss.